Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Tageszusammenfassung hier mit Börse aktuell. Irgendwie kommt es manchmal anders, als man denkt. Da wartet der Markt auf die Entscheidung der US-Notenbank und der DAX, der will nicht warten und macht einen riesigen Satz nach vorne mit Knauf an der Börse in Frankfurt. Wie kommt es denn, dass wir heute schon wieder so hoch schließen wie noch nie? Ja, 8.636 Punkte. Da hat der Markt in den letzten 10, 15 Minuten nochmal richtig Gas gegeben, um nach oben auszubrechen. Sieht man auch relativ deutlich hinter mir. Ja, die Zuversicht, der Optimismus und vor allen Dingen natürlich die Hoffnung darauf, dass Ben Bernanke, der Chef der Federal Reserve, heute Abend um 20.20 Uhr 30 bei seiner Pressekonferenz nach 2 Tagen Sitzung des Offenmarktausschusses vielleicht dann doch das Thema Tapering, das heißt Einstieg in den Ausstieg, gerade aus dem Anleiheankaufprogramm, auf eine softe, sehr sanfte Art und Weise tätigen wird, ja, die scheint tatsächlich die Märkte aktuell zu beflügeln. Man hatte ja immer gedacht, 85 Milliarden werden ja aktuell jeden Monat in den Markt gepumpt, Anleihen angekauft, dass der dementsprechend direkt mal 20, 30 Milliarden davon runtersetzt. Nein, wenn er das Ganze soft machen würde, mit so 10 Milliarden Schrittchen, da wäre der Markt zufrieden und glücklich mit. Man weiß, dass er de facto letztlich aussteigen wird, aber dass das Ganze nicht hart kommt, nicht überraschend, nicht plötzlich, nicht mit sehr viel Druck, sondern schön langsam und vorsichtig, damit die Märkte sich dann langsam und sicher darauf vorbereiten können. Die Zeit des billigen Geldes vielleicht dann doch noch ein bisschen länger erhalten bleibt, das scheint hier tatsächlich dann die Meinung und die Portemonnaies der Börsianer, der Aktionäre zu beflügeln. Zudem haben wir natürlich auch gestern einen Tag gehabt, wo es erstmal leicht runterging nach unserem Hoch vom Montag, und heute haben wir natürlich auch charttechnisch die Möglichkeit gehabt, nach oben zu laufen, und wir sehen es ja auch in Amerika, ist ja momentan eher die Farbe grün angesagt. Also auch da hofft man genau auf diese Strategie des eigenen Chefs der Federal Reserve. Schauen wir mal, ob der Plan dann auch dementsprechend aufgeht heute Abend. 20:30 werden wir es genau wissen. Wir schauen auf die stärksten, auf die schlechtesten Werte. Adidas heute on the top, kann punkten. ThyssenKrupp mit dabei. Heidelberger Zement, ja, von Goldman Sachs auf Kaufen gestellt worden. Kursziel 64 €. Linde mit dabei und auch die Siemens kann heute ein bisschen punkten. Na, das Personalkarussell dreht sich da recht ordentlich, nachdem der Vorstandsvorsitzende Peter Löscher ja nun weggegangen ist. Schaut man halt eben um, wer da noch an die Stellen rückt. Unten haben wir dann K plus S, immer noch der Malus. Wie sieht's aus? Mit dem Kali-Preis kriegen wir da endlich mal Stabilität rein. Lanxess etwas leichter, Merck, Commerzbank und auch die Beiersdorf gibt leicht ab. Ja, heute Abend gilt es. Wir werden es dann dementsprechend morgen verarbeiten an den Märkten. Heute Abend gilt es. Ein schönes Schlusswort. Dankeschön, Mick. Gerne. Ja, heute Abend gilt es. Die Amerikaner müssen es irgendwo richten. Alle Welt schaut nach Amerika. Alle Welt schaut auf die Federal Reserve. Manuel Koch für uns in New York, der Dow Jones Gäste im Plus. Heute der Start etwas vorsichtig, etwas verhalten eigentlich so, wie wir das von unserem DAX hierzulande auch irgendwo erwartet hätten. Der aber macht einen ordentlichen Schub und schließt auf Allzeithoch. Wie ist denn die Stimmung in New York? Ja, wir sind im Minus mit etwa 0,2% und sind damit jetzt auch unter die 15.500 Punkte Marke ganz leicht gerutscht. Wir warten eben ab. Man muss sagen, tendenziell oder statistisch gesehen hat der Markt auch immer hier nach einer Fed-Entscheidung negativ reagiert. Und das war die letzten 3 Male zumindest so, und deswegen gehen die Börsen hier auch davon aus, dass es eigentlich diesmal so eine Reaktion erstmal geben wird. Ben Bernanke wird dann um 20.30 Uhr deutscher Zeit vor die Kameras treten. Und ab 20 Uhr wissen wir dann aber auch schon zu bester deutscher Sendezeit, wie es denn aussehen wird. Und dass ein Tapering, also eine Drosselung der lockeren Geldpolitik kommen wird, das steht eigentlich außer Frage. In den kommenden Monaten, würde ich sagen, denn Ben Bernankes Amtszeit endet ja im Januar und bis dahin will er ja sein Werk vollendet haben und einen Ausstieg auch aus der Politik aufzeigen. Ob das heute passiert, die Wall Street, ja, das, trotzdem wissen wir das natürlich erst ganz genau um 20 Uhr, aber wie Mick Knauf das auch schon gesagt hat, man geht davon aus, dass es in kleineren Schritten vollzogen wird, also vielleicht geht man dann 10 Milliarden herunter von den 85 Milliarden, die in den Markt pumpt. Dann ist die Frage, wo knapst man etwas ab, bei den Staatsanleihenkäufen oder bei den Hypothekenankäufen, also da sind auch die Details dann später noch ganz interessant. Man könnte ja meinen, dass es keine anderen Themen gäbe, außer der FED und der Zinsentscheidung bzw. der Tapering. Aber dem ist ja nicht so. Es gibt ja zum Beispiel Konjunkturdaten, es gab ja auch Daten aus den Unternehmen selber. Was ist sonst noch wichtig?
Ja, wir schauen heute noch auf den Häusermarkt und da haben die Baubeginn und Baugenehmigungen enttäuscht, deutlich schlechter als erwartet. Und von Unternehmensseite schauen wir auf FedEx, da ist die Aktie gut 3% ins Plus gegangen, der Gewinn ist gestiegen, der Umsatz kletterte auch leicht, das lag in den Erwartungen der Analysten. Und für das Gesamtjahr sieht man auch eine Gewinnsteigerung von bis zu 13% die Aktie voraus. Außerdem schauen wir auch noch auf General Mills. Das Unternehmen hat für das abgelaufene Quartal einen Gewinnrückgang verbuchen müssen, deswegen auch die Aktie gut 1% im Minus. Und wir schauen auch auf den Fußballverein Manchester United. Da ist die Aktie über 2% ins Plus gegangen. Man konnte einen Rekordumsatz von 434 Millionen Euro erzielen und die Schulden konnte man um fast 11% senken. Das mag der Markt dann ganz gerne. Und wir schauen auch noch auf Starbucks. Dort hat sich der Chef Howard Schultz an die Kunden gewandt und bittet doch darum, dass man in Zukunft keine Waffen mehr mit in die Filialen bringen soll hier in den USA. Andere Kunden sehen das verstörend. Also was für uns in Deutschland normal ist, ist hier vielleicht in den USA nicht ganz so normal. Manuel Koch, unser Korrespondent in New York. Dankeschön an diesem denkwürdigen Tag. Die Lage für Lanxess hat sich in diesem Jahr nicht gerade positiv entwickelt. Die Quartalszahlen, die Halbjahreszahlen haben enttäuscht. Deswegen hat man sich zurückgezogen, hat Lanxess auf den Prüfstand gestellt. Und das war vor 6 Wochen. Jetzt sind die Ergebnisse dieser Prüfung da. Lanxess will den Abwärtstrend der letzten Monate stoppen. Dafür hat sich der Chemiekonzern ein Sparprogramm auferlegt. Das gab Lanxess in einer Ad-Hoc-Mitteilung bekannt. Ab 2015 sollen jährlich 100 Millionen Euro eingespart werden. Teil des Programms ist der Abbau von Arbeitsplätzen. In den nächsten 2 Jahren sollen 1000 Stellen wegfallen. Außerdem will Lanxess das Investitionsbudget auf 600 Millionen Euro zurückfahren. In Zukunft will das Unternehmen hauptsächlich organisch wachsen. Allerdings sind auf mittel- bis langfristige Sicht Zukäufe in bestimmten Geschäftsfeldern nicht ausgeschlossen. Zunächst kommen durch den Stellenabbau aber erst einmal Ausgaben auf das Unternehmen zu. Lanxess rechnet für 2013 und 2014 mit Kosten von insgesamt 150 Millionen Euro. Die zuletzt zurückgenommenen Ziele für das Gesamtjahr hat Lanxess im Zuge der Neuausrichtung bestätigt. Heißt, operativ will der Chemiekonzern 700 bis 800 Millionen Euro verdienen. In den vergangenen Monaten hatte die Autokrise in Europa Lanxess belastet. Dazu kamen nach Konzernangaben Schwierigkeiten in China und Brasilien. Lanxess ist der weltgrößte Hersteller von Synthesekautschuk und erwirtschaftet 40% des Umsatzes durch die Auto- und Reifenindustrie. Aktuell bewertet Lanxess die Situation immer noch als angespannt. Mit dem Sparprogramm will der Vorstand das Ruder jetzt herumreißen. Der Abwärtstrend der letzten Monate soll bald Geschichte sein. Andreas Lipko von Kliegel und Hafner in Berlin, schönen guten Abend. Lanxess mit einem Sparprogramm, kann das überzeugen? Ja, hallo Herr Groß. Ja, zumindest versucht man da so ein bisschen der Schwäche aus der konjunkturellen Seite entgegenzuwirken und man versucht hier 100 Millionen einzusparen ab 2015. Das soll passieren, indem man 1000 Arbeitsplätze abbaut, indem man hier bei den einzelnen Arbeitsbereichen eben straffere Strukturen schafft. Aber so richtig überzeugen konnte das neue Sparprogramm dann auch nicht, weil eigentlich strukturell wirklich dann auch nur halbherzig vorgegangen wird. Man lässt also hier die Business Units so, wie sie sind. Man lässt auch hier die Unterunits weitgehend unangetastet, sodass also dieses Programm dann lediglich sich auf der Kostenseite nur durch die hauptsächlich Personaleinsparung auswirken wird. Und das ist auch der Grund, wir haben die Aktie gerade nochmal gesehen, warum die Lanxess-Aktie so tief abtaucht. Siemens, da hatten wir heute eine Meldung, da gab es Aufsichtsratssitzung, das Personalkarussell dreht sich. Im Vorstand Personalchefin muss vorzeitig gehen, Chefeinkäuferin wie geplant zum Jahresende. Dann Jim Hagemann-Snabe von SAP rückt auf in den Aufsichtsrat von Siemens. Wie bewerten Sie das alles? Was erwarten Sie für Auswirkungen auch auf die Aktie? Na gut, die Personalveränderung oder das Personalkarussell auf der Vorstandsetage ist ja auch so erwartet worden. Man hat im Vorfeld schon kommuniziert, dass man hier Vorstandsposten zusammenlegen wird, den Technikbereich und den Personalbereich eben zusammenlegt, weil es sinnvoll ist, um hier eben zukünftig neue Hochkaräter eben auch besser anwerben zu können. Demzufolge war es dann lediglich die Überraschung, dass Frau Ederer jetzt schon bereits geht. Man hat hier ja erst mit Ende 2015 gerechnet, das sicherlich auch im einvernehmlichen Vertrag oder beziehungsweise Vorgehen geschehen, sodass also das keine große Überraschung ist. Sie sprachen bereits, dass auch weitere Veränderungen im Aufsichtsrat vorgenommen worden sind, aber auch das keine großen, wirklich großen Überraschungen, die sich dann hier irgendwie auf den Aktienkurs positiv oder negativ auswirken sollten. Ich denke, die Aktie Siemens wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zumindest wieder gesamtmarktverhalten.
Konjunkturdaten bzw. so Vorausschauen, DIW und RWE haben die Prognosen für Deutschland veröffentlicht, sehen recht gut aus. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen, mit Ihren Erwartungen? Na gut, wir sind ja auf einem relativ niedrigen Niveau. Wir haben hier wirklich eine Stagnation momentan in Deutschland. Beim Wachstum von 0,8, 0,9% ist es ja wirklich nur ein Müh über Null. Jetzt die beiden Institute rausgekommen mit jeweils Wachstumszahlen für 2014 von 1,7 bzw. RWI von 1,9%. Beide Institute hierbei aber ganz interessant haben darauf hingewiesen, dass die Inflation im Auge behalten werden sollte. Und das ist ja immer wieder ein Thema, was wir auch in den letzten Jahren schon gesehen haben. Das heißt also, dass dieses Wirtschaftswachstum im Endeffekt bei den Arbeitnehmern man dann nur bedingt ankommen wird, weil wenn diese zwar mehr verdienen bzw. einen sicheren Job haben, aber dafür mehr auch dann ausgeben müssen für die Produkte, die sie mit dem Geld erwerben können, dann ist das so gesehen im Endeffekt ein Nullsummenspiel. Das ist eine interessante Prognose. Ansonsten denke ich auch, ist natürlich sehr, sehr viel abhängig von der allgemeinen, von der globalen Wirtschaftsentwicklung. Und hier ist natürlich dann der Export in Deutschland sicherlich die tragende Säule. Und kurz noch ThyssenKrupp, stärkster Wert im DAX, K+S mit Abstand schwächster Wert im DAX. Was ist denn da die größere Überraschung? Na, ich denke, K+S, also die Kali und Salz, heute mit dem Abschlag, nachdem man in den letzten Tagen noch sehr, sehr gut zugelegt hat. Die Aktie ist ja doch momentan eigentlich kein konservatives Investment mehr, sondern nach den Geschichten um Uralkali doch eher in dem spekulativen Bereich abgerutscht. Deswegen sind hier die Tagesschwankungen von teilweise 5% ja nicht mehr eine große Überraschung, aber sicherlich schwer zu fassen für jemanden, der im DAX-Unternehmen unterwegs ist. Also ich denke, dass hier nicht keine große Überraschung ist. Die ThyssenKrupp ist sicherlich als heute auf der Gewinnerseite doch sehr überraschend, beziehungsweise muss man hier doch relativ lang nach Nachrichten suchen, um eben dieses Plus dann auch begründen zu können. Andreas Lipko von Kliegel und Hafner, der Handelstag im Rückblick. Vielen Dank nach Berlin. Ich bedanke mich auch. Einen schönen Tag, Herr Groß. Also DAX schließt heute deutlich über 8.600 Punkte, 8.636 Zähler am Ende des Tages. Ein Plus von fast einem halben Prozent. Ja, Primetime, 20 Uhr, 20.30 Uhr, die Entscheidung der Federal Reserve und dann gewissermaßen zum Entspannen um 21.15 Uhr begleiten wir Austin Stevens, den Mann mit dem gefährlichsten Job der Welt. Austin Stevens, für gewöhnlich schüttelt er Grizzlybären die Hand oder zieht wilden Löwen einen faulen Zahn mit bloßer Hand. Und heute umgibt er sich mit vergleichsweise harmlosen Tieren, mit hochgiftigen Schlangen. Gute Unterhaltung.